Wir treffen uns hier und protestieren dagegen, dass Krieg wieder in die Normalität politischen Handelns Einklang finden soll. Selbstverständlich sind wir solidarisch mit den vielen Menschen in Libyen, die sich gegen ihren Diktator zur Wehr setzen. Selbstverständlich verurteilen wir die Gewalt, die Gaddafi gegen seine eigenen Bürger, gegen sein eigenes Volk anwendet. Aber rechtfertigt das einen Krieg? Rechtfertigt das den Einsatz von Waffen? Rechtfertigt das das Bombardement, das nun von Seiten der sogenannten Verbündeten gegen die Bevölkerung und gegen die Bürger auch in Libyen stattfinden wird? Wir wissen, dass Krieg immer mit zivilen Opfern verbunden ist. Und schon jetzt haben wir die ersten zivilen Opfer der Bombardements in Libyen zu beklagen. Und deshalb sagen wir Nein zu diesem Krieg. Deshalb sagen wir, er ist auch moralisch nicht zu rechtfertigen. Wir wissen, dass es auch die Bundesrepublik Deutschland war, die dieses Land und diesen Diktator mit Waffen versorgt hat, die er nun gegen seine eigene Bevölkerung anwendet. Wir wissen, dass es eine Doppelmoral ist, wenn auf der einen Seite darüber geredet wird, man müsste nun die Bevölkerung schützen und man gibt einem Diktator vorher die Waffen, um seine eigene Bevölkerung zu massakrieren. Das ist der eigentliche Punkt und das ist das eigentliche Problem. Deshalb sagen wir, wir brauchen sofort einen Stopp von sämtlichen Rüstungsexporten, nicht nur in Krisengebiete, sondern überall hin, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Und mit welcher Doppelmoral hier gehandelt wird, sehen wir auch an folgendem Punkt. Saudi-Arabien unterstützt nun die Herrscher in Bahrain. Und in Bahrain ist ebenfalls die Bevölkerung aufgestanden, um eine andere Form der Demokratie, eine wirkliche Demokratie zu erreichen. Und ausgerechnet Saudi-Arabien ist jetzt in einem Bündnis für Demokratie in Libyen. Ist dann der nächste Akt, meine Damen und Herren, dass wir in Bahrain einmarschieren oder dass wir in Bahrain die Luftwaffe einsetzen, um möglicherweise dort die Bürger zu schützen vor Saudi-Arabien? Wo ist das Ende dieser Eskalation? Warum sind wir nicht in Syrien, wo ebenfalls die Bevölkerung von einem Diktator in übelster Weise behandelt wird? Warum sind wir nicht im Jemen? Ist das nächste möglicherweise die Elfenbeinküste? Wo ist Schluss mit Krieg? Wir sagen, wenn man einmal anfängt mit einer sogenannten Flugverbotszone, dann ist der nächste Akt in der Regel Bodentruppen. Und wir wissen, was Krieg in Afghanistan bedeutet. Und deshalb möchte ich nochmal die Punkte aufzählen, wie die Realität zurzeit in Afghanistan ist, um sich darzustellen, was uns möglicherweise woanders blüht. Nach einem Bericht der UNO haben wir nach 9 Jahren Krieg in Afghanistan folgende Situation. Die Armut hat sich von 33% auf 42% der Bevölkerung erhöht. Die Unterernährung von 30% auf 39%. Der Rückgang des Zugangs zu sanitären Einrichtungen von 12% auf 5,2%. Der Anstieg der Zahl der Menschen, die in Slums leben, von 2,4 auf 4,5 Millionen. Die Mohnfelder haben sich von 131.000 Hektar auf 193.000 Hektar erhöht. Das ist das Ergebnis des Kriegs in Afghanistan. Und wir wollen nicht ein weiteres Afghanistan, sondern wir wollen erreichen, meine Damen und Herren, dass wir selbstverständlich diesen Diktator ächten, der in Libyen herrscht. Aber wir wollen das mit zivilen Mitteln erreichen, weil wir wissen, dass Krieg die Situation der Menschen nie verbessert, sondern immer verschlechtert. Meine Damen und Herren, ich halte es für eine unglaubliche Blamage, dass die Grünen und die Sozialdemokratische Partei der Bundesrepublik Deutschland offensichtlich aus diesen Zahlen, die ich gerade vorgetragen habe, nichts gelernt hat. Und es ist geradezu absurd, dass es ausgerechnet SPD und Grüne sind, die sich nun für eine Beteiligung Deutschlands
an der Durchsetzung der Flugverbotszone aussprechend, währenddessen ein FDP-Minister Westerwelle das richtigerweise im Weltsicherheitsrat so beschieden hat, dass sich die Bundesrepublik Deutschland enthalten hat. Ich halte das für absurd. Und ich möchte wirklich die Mitglieder dieser Parteien auffordern, mit ihrer Parteiführung zu reden. Es gab mal eine Zeit, da war die SPD eine Friedenspartei. Es gab mal eine Zeit, da waren die Grünen eine Friedenspartei. Da hat Willy Brandt die Worte gesagt, Krieg ist nie die Ultima Ratio, sondern immer die Ultima Irratio. Wie weit hat sich die SPD und die Grünen von ihren Positionen eigentlich entfernt, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wir bleiben dabei, für uns kann Krieg nie ein Mittel der Politik sein. Wo sind unsere Alternativen? Unsere Alternativen sind in folgenden Punkten. Ich habe einen bereits angesprochen. Stopp sämtlicher Rüstungsexporte. Wir müssen dafür sorgen, dass Gaddafi das Geld ausgeht. Deshalb müssen wir ihn international ächten und es darf keine wirtschaftlichen Beziehungen zu einem Land geben, das seine eigene Bevölkerung massakriert. Selbstverständlich nicht. Aber wir müssen dafür sorgen, meine Damen und Herren, dass das auch eingehalten wird. Und ich halte es schon für fatal, dass ausgerechnet Frankreich sich hervortut in dieser Partei, die sich nun für die Verschärfung der Situation in Libyen einsetzt, während gleichzeitig die Flieger, die offensichtlich in Libyen die eigene Bevölkerung bombardieren, ausgerechnet von Frankreich geliefert wurden, meine Damen und Herren. Auf diesen Umstand muss man hinweisen dürfen, auf diese Doppelmoral. Meine Damen und Herren, und wir schlagen vor, auch uns geht es immer um die Frage, wie geht es den Menschen wirklich? Und deswegen ist unsere Position, dort einzugreifen und dort zu helfen, wo es den Menschen unmittelbar zugutekommt. Wo ist unsere Hilfe, zum Beispiel in Haiti, wo Seuchen drohen? Warum sind wir immer ganz besonders schnell, wenn es um Kriegseinsätze geht und immer ganz besonders langsam, wenn es um humanitäre Einsätze geht? Warum? Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist in Libyen? Und in Libyen ist Öl und natürlich spielt es eine Rolle. Deshalb sind wir schneller in Libyen als in Japan, um dort zum Beispiel zu helfen, auch mit dem, was die Bundeswehr der Bundesrepublik Deutschland an Equipment hat, um dort zu helfen und einzugreifen. Und deshalb sind wir nicht in Haiti, wenn es darum geht, den Menschen direkt zu helfen. Und deshalb sagen wir Nein zum Krieg in Libyen. Und wir sagen, helfen wir den Menschen dort, wo jeder Euro, den wir ausgeben, tatsächlich den Menschen zugutekommt, ohne dass Menschen umgebracht werden. Das ist die Position meiner Partei.